zu einem ernsten Thema, Leute. Und zwar ist diese Nacht ein junger Rapper aus Köln namens El Differente gestorben. Es war ein Jüngerer von uns. Ich kannte ihn nicht lange, aber er hat mich fast jeden Abend angerufen und mich gefragt nach Hilfe, nach Tipps. Wie kann ich das besser einrappen, Bruder? Wie kann ich das besser machen? Jetzt höre ich entsetzterweise, dass er verstorben ist, beziehungsweise abgestochen worden ist. Ich habe noch vor 2 Wochen mit ihm geredet, dass er sich ein bisschen von der Straße fernhalten soll. Er meinte, alles nur Kontrolle, Bruder. Leider kann man die Straße nicht kontrollieren. Leider kann man die Straße nicht kontrollieren. Dafür gibt es kein Datum, keine Uhrzeit. Auf mich wurde selber einmal ein Attentat gestartet vor 5 Jahren. Gott sei Dank haben sie es nicht geschafft. 2 Kugeln sind an meinem Kopf vorbeigeflogen. Was ich damit sagen will ist, wenn man da abhängt auf der Straße, es ist kein YouTube. Es ist auch nicht irgendeine Scheinwelt. Es ist Realität. Dort herrscht Gewalt. Ja. Man muss mit jeder Sekunde damit rechnen. Deswegen gebe ich jedem Jüngeren den Tipp, haltet euch fern von der Straße. Geht einen vernünftigen Weg. Und an die Jungs, die an der Straße gebunden sind, weil sie da sein müssen, passt gut auf euch auf. Ja. Alhamdulillah. Wir werden jetzt zusehen, dass jetzt seine Mutter Beistand an alle Ansage, an alle, die zu MWD gehören, und die Freunde von MWD, an die Jüngeren aus Köln. Haltet euch jetzt fern von der Scheiße. Die Mordkommission ist jetzt da dran. Und ich spreche aus Erfahrung, wenn die Mordkommission dran ist, gibt es keinen Spaß mehr. Wir probieren jetzt der Mutter zu helfen, ihr beizustehen. Unser Bruder Peppo war schon heute früh bei der Mutter, stundenlang. Ihm geht es gerade auch nicht sehr gut. Kardasch auch nicht. Wie gesagt, haltet euch alle fern, eine klare Ansage von mir. Ich will nicht hören, dass ihr irgendwie jetzt da seid und da und da und da, sondern seid wirklich nur bei der Mutter und schenkt ihr Trost. Und der Rest klärt schon die Mordkommission. Einfach nur traurig, was mit ihm passiert ist. Allah, Hamakirab, mögest du die höchste Stufe im Paradies erreicht haben, Habibi.